Wir schauen mal wieder nach Franken. Ein Weizenbock steht auf dem Programm. Welche Brauerei, welches Bier, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. An der Stelle erstmal ein dicker Dank an den Christian aus Nürnberg, der mich in unregelmäßigen Abständen mit Bieren aus Franken versorgt. Und da ist mir ein Bier noch durch die Lappen gegangen und das werde ich jetzt heute nachholen. Der Mönchsambacher Weizenbock aus der Brauerei Zehetner. Und ich hatte, glaube ich, schon das Weizen von denen und jetzt kommt der Weizenbock. Ich bin großer Fan dieses Bierstils. Und die Brauerei ist in Mönchsambach zu Hause, wie der Name schon sagt. Flaschengärung, 7 Volumenprozent Alkohol werden aufgerufen bei Lagerung 8 bis 12 Grad. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Trinktemperatur. Das ist ein bisschen, geht in dieselbe Richtung. 8 Grad, denke ich mal, hat das Bier schon. Das darf es dann auch haben. Ansonsten fehlt mir jegliche Angabe über die Brauerei bzw. das Bier ist eine sehr familiengeführte, sehr kleine, rustikale Brauerei, aber kommen offensichtlich sehr, sehr gute Biere raus. Hat auch eine schöne Bottle Cap mit dem Mönch oben drauf. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal in der Realität an und freuen uns auf eine weitere Folge. Martin füllt das Weißbierglas ein und ich gebe wieder alles, dass das diesmal nicht schief geht, aber ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl. Bin da ja nicht so für bekannt, dass das immer so harmonisch funktioniert. Aber oh ja, da ist noch ordentlich Bodensatz drin. Da gibt es noch ein bisschen was rauszuholen. Und da lohnt es sich dann auch nochmal nachzuschenken. Und ich rieche das Bananenaroma schon bis hier. Wir haben erstmal eine schöne dunkelgoldene, fast milchig trübe Farbe, weißer, nicht zu intensiver Schaum. Das kann auch ein bisschen bei mir am Einschenken gelegen haben. War da jetzt sehr vorsichtig, 2 Finger breit. Ich glaube, dafür würde ich in Bayern eins auf die Nase bekommen. Den kriegen wir auch schön ans Glas gehängt. Aber diese Trübung ist der Hammer, oder? Also kann ja viel sagen, aber das sieht man nicht so allzu häufig. Viel Kohlensäure. Intensive da drin sichtbar. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann da unten. Da tut sich richtig, richtig viel. Auch das ja nicht untypisch für ein bayerisches Weißbier. In der Nase, das ist jetzt spannend. Es ist Banane und Nelke dabei, aber das Erste, was auffällt, ist die Hefe. Das hat eine richtig kräftige Hefenote. Banane und Nelke hatte ich erwähnt. Schön würzig, getreidig. Bisschen grasiger Hopfen mit dabei. Sehr angenehm in der Nase. Und ich würde sagen, wir probieren es mal. Cheers! Es ist interessant, es ist ein Weizenbock. 7 Volumenprozent, das ist nicht gerade wenig. Aber es hat eine gewisse Leichtigkeit im Mund. Bringt eine gewisse Frische mit. Hefe ist mit dabei, Banane, Nelke, Weizen, das, was wir eben schon auch im Aroma hatten. Und es kommt ein schönes, weiches, cremiges Mundgefühl dazu. Sogar ein bisschen grasiger Hopfen, ohne dass er jetzt besonders bitter wird, aber bringt so eine frische, grasige Note mit rein. Vollmundig auf jeden Fall, ist aber für einen Weizenbock, würde ich sagen, gar nicht so schwer. Da habe ich schon schwerere erlebt, die eher so in diesem Bereich 2 Mahlzeiten unterwegs waren. Das geht bei dem noch. Schöner, voller Körper, cremige, nicht zu aufdringlich, aber doch noch präsente Kohlensäure und eine schöne, cremige, samtige Textur, die dann sich auch auf der Zunge wieder niederschlägt. Was spannend ist, es wird hinten im Nachtrunk wird's ein Tick dünner. Ich habe das Gefühl, es kommt so ein bisschen Zitrusfrucht mit durch. Von dem Alkohol 7%, man spürt überhaupt nichts. Bleibt am Ende des Tages
auch ein schönes, volleres Mundgefühl. Und es ist ein grundsolider Weizenbock, jetzt auch einer, wo ich sagen würde, habe ich schon mal gesehen, ist jetzt in gewisser Weise nicht speziell, aber auf sehr hohem Niveau ein grundsolides Brauprodukt. In diesem Sinne, der Mönchsambacher Weizenbock von der Brauerei Zehntner aus Burgebach. Von probiert.tv gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für den Mönchsambacher Weizenbock aus Franken. Und an der Stelle nochmal lieben Dank an den Christian, der mir dieses Fläschchen und ein paar andere noch zugeschickt hat. Und unser gemeinsamer Karton ist, glaube ich, gerade wieder bei ihm. Also vielleicht gibt es dann demnächst mal wieder was für mich aus Franken auf den Kanal. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und mir vielleicht euren Lieblingsweizenbock nennt, wenn er nicht gerade der Gutmann Weizenbock ist. Das ist nämlich mein absoluter Favorit. Aber vielleicht gibt es ja da welche, die, wo ihr sagt, die sind noch besser. Dann bin ich gespannt, was ihr da für Tipps auf Lager habt. Wie gesagt, nochmal danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.